Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Demokratie lebt vom Vertrauen in alle staatlichen Institutionen und Verfassungsorgane. Wir werden daher das Parlament als Ort der Debatte und der Gesetzgebung stärken. So steht es in Ihrem Koalitionsvertrag. Meine Damen und Herren von der SPD, den Grünen und der FDP. Sie haben in den letzten 18 Monaten dieses Parlament zum einem Ort der Debattenverweigerung und zu einem Ort des Durchpeitschens von Gesetzen gemacht. Sie haben nicht Vertrauen gewonnen, sondern wir alle haben als Institution Vertrauen in Deutschland verloren. Meine Damen und Herren, der Kollege Thomas Heilmann hat als Mitglied des Deutschen Bundestages das Bundesverfassungsgericht angerufen in einem Organstreitverfahren und gegen die Methode der Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes erfolgreich geklagt. Ich möchte zunächst dem Kollegen Heilmann herzlich danken dafür, dass er dies getan hat. Er hat dies nicht getan als Mitglied einer Oppositionsfraktion, sondern er hat dies getan als Mitglied des Deutschen Bundestages, wie Sie alle, die einen Anspruch darauf haben, an der Beratung von Gesetzgebung angemessen beteiligt und angehört zu werden. Das hätte jeder von Ihnen aus den Koalitionsfraktionen auch machen können. Wir sehen Gesetzgebung, die selbst bei den Sachverständigen zu Bemerkungen führt, wie die vom letzten Montag, wo einer der von Ihnen eingeladenen Sachverständigen im Ausschuss gesagt hat, dieses Verfahren ist für eine Demokratie unwürdig. Und er hat recht, meine Damen und Herren. Richtig ist, dass Gesetzgebung immer wieder einmal schnell gehen muss. Das war in unserer Regierungszeit so, das ist in Ihrer so. Und manche Krise erfordert schnelle Reaktion. Das hat der Deutsche Bundestag immer wieder gezeigt, dass er dies kann. Aber so zu arbeiten, wie Sie es in den letzten Wochen und Monaten getan haben, hat mit Krisen, jedenfalls Krisen des Landes, nichts mehr zu tun. Es hat allenfalls mit Koalitionskrisen zu tun. Aber das ist keine Begründung für eine solche Art der Gesetzgebung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, im jahrzehntelangen Durchschnitt der Arbeit des Deutschen Bundestages ist etwa jedes sechste Gesetz mit Fristverkürzung beschlossen worden. Im letzten Jahr, Corona-bedingt, jedes zweite. In diesem Jahr, ohne eine solche externe Krise, werden 3 von 4 Gesetzen dieser Koalition nicht mehr mit der Einhaltung der gesetzlich und geschäftsordnungsmäßig vorgesehenen Fristen beraten. Dies ist eine Missachtung des Parlaments, wie sie in dieser Dimension in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben hat. Das, was Sie hier tun, hat auch nicht erst in dieser Woche begonnen. Sie haben die Wahlperiode begonnen mit einer Änderung der Sitzordnung hier im Deutschen Bundestag. Erkennbar von vielen, nicht allen, aber von vielen von Ihnen mit dem Bemühen, diese Bundestagsfraktion in die Nähe dieser Bundestagsfraktion zu rücken. So hat die Wahlperiode angefangen mit Ihnen. Ein Akt der Unfreundlichkeit, der sich fortgesetzt hat im Laufe der Wahlperiode. Und ich gebe Ihnen, dass Sie dabei unruhig werden, kann ich gut verstehen. Aber meine Damen und Herren, es hat seine Fortsetzung. Es hat seine Fortsetzung mit der Entscheidung über das Wahlrecht.
kleinere Änderungen des Wahlrechts sind schon einmal mit einfachen Mehrheiten hier verabschiedet worden. Eine solche grundlegende Änderung des Wahlrechts mit der Mehrheit gegen die Minderheit durchzusetzen, ist ein einmaliger Vorgang, der das Klima in diesem Hause vergiftet hat, und zwar bis zum heutigen Tag. Und dann in dieser Woche die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, beantragt von uns auf der Grundlage eines Quorums, das wir sogar im Grundgesetz einmal zugunsten einer Opposition abgesenkt haben, damit Minderheitenrechte hier im Deutschen Bundestag wirklich geachtet werden. Einmalig in der Geschichte dieses Landes und dieses Parlaments lehnen Sie ein Minderheitenrecht mit fadenscheinigen Begründungen ab und verweigern die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag. Meine Damen und Herren, Sie können ein weiteres Beispiel aus dieser Woche nehmen. Richtigerweise hat sich der Deutsche Bundestag das Recht genommen, die Regierung hier anzuhören und zu befragen und auch dazu den Bundeskanzler in den Deutschen Bundestag einzuladen. Was wir hier am Mittwoch erneut erlebt haben, dass der Bundeskanzler nicht eine Frage wirklich beantwortet und stattdessen die Fragesteller aus unseren Reihen darüber belehrt, dass sie die falschen Fragen gestellt haben, ist ein Ausdruck von Respektlosigkeit dem Deutschen Bundestag gegenüber, der vollkommen inakzeptabel ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Tat in der Form entschieden. Aber diese Form dient ja, hat ja nicht einen Selbstzweck, sondern dient einer sachlichen Debatte. Wir werden jetzt die Gelegenheit haben, über dieses Gebäudeenergiegesetz noch einmal in allen seinen Ausprägungen zu diskutieren. Und wenn Sie jetzt schon heute für die nächste Sitzungswoche des Deutschen Bundestages dieses Gesetz in unveränderter Form auf die Tagesordnung im September setzen, dann ist das ein weiterer Ausdruck von Respektlosigkeit und Ignoranz dem Deutschen Bundestag gegenüber, dass Sie nicht bereit sind, hier den Formen zu folgen, die den Zweck haben, in der Sache eine Diskussion zu führen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie in dieser Sommerpause Zeit und Neigung haben, einmal zu lesen, wie auch Außenstehende unsere Demokratien beurteilen, dann nehmen Sie sich das Buch von Timothy Snyder zur Hand, der schon vor 4 Jahren geschrieben hat, wie Demokratien sterben. Eingriffe in das Wahlrecht, willkürliche Missachtung der Rechte von Minderheiten. Ja, meine Damen und Herren, die Qualität einer Demokratie zeigt sich nicht darin, ob die Mehrheit jederzeit ihre Rechte durchsetzt. Die Qualität einer Demokratie zeigt sich, ob die Mehrheit Respekt und Achtung vor den Rechten der Minderheit in einem Parlament hat. Und deswegen möchte ich Ihnen abschließend sagen, lassen Sie uns diese Sommerpause, die jetzt vor uns liegt, nutzen. Und ich bin da durchaus auch bereit, sehr selbstkritisch unsere Rolle mit einzubeziehen. Diese Reaktion zeigt allerdings, wes Geistes Kind da einige von Ihnen sind, wenn ich Ihnen jetzt hier noch mal einen Vorschlag machen möchte. Herr Merz, möchten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung von Frau Storch aus der? Nein. Nein. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen anbieten, dass wir über die Sommerferien einmal in aller Ruhe darüber nachdenken, wie wir gemeinsam, Sie, die Mehrheit der Koalitionsfraktionen und wir, die größte Oppositionsfraktion hier im Deutschen Bundestag, dazu beitragen können, dass das Vertrauen der Bevölkerung unseres Landes in diese Institution Deutscher Bundestag wieder gestärkt wird. Lassen Sie uns einen Augen
soll ich die Zwischenrufe wiederholen, die wir hier eben in der Pause aus Ihren Reihen gehört haben, an die Adresse unserer Fraktion? Soll ich das wiederholen, was wir hier eben in der Pause von Ihnen gehört haben und was zu Recht ein Ordnungsgeld ausgelöst hat? Können Sie nicht mal einen kurzen Augenblick den Mund halten und mal innehalten mit dem, was Sie hier an Zwischenrufen zu machen haben? Meine Damen und Herren, ich mache Ihnen den Vorschlag. Ich mache Ihnen hier den Vorschlag, dass wir die vor uns liegende sitzungsfreie Zeit nutzen, einmal innezuhalten und darüber nachzudenken, wie wir die Arbeit hier in diesem Parlament zwischen der Opposition und der Regierung, aber auch zwischen Ihrer Mehrheit und der Minderheit hier im Parlament so gestalten können, dass wieder eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes Vertrauen fasst in die Funktionsfähigkeit unserer Demokratie und auch in die Funktionsfähigkeit des Deutschen Bundestages als dem Hort der Demokratie unseres Landes. Ich finde, wir sind es unserer Demokratie und unserem Lande schuldig. Nutzen wir die Gelegenheit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, genau das zu tun. Herzlichen Dank.